Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar. Es ist wieder soweit, Montag 19 Uhr. Mein Name ist Markus Landau und ich freue mich, dass Sie auch alle bei über 30 Grad heute wieder so zahlreich mit dabei sind. Ich denke, wir haben heute wieder spannende Themen für Sie. Ich möchte Ihnen heute ganz herzlich unser beliebtes Trading-Ensemble, die Trading-Gruppe 2.0 mit Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein vorstellen und bei uns begrüßen. Ja, da gehen wir heute gleich auf die heutige Agenda. Ich denke, Sie sehen alle den Bildschirm. Und ich zeige Ihnen, was heute als Tagespunkte aufgeführt sind. Unter Punkt 1 wird der Ingmar den Rückblick erläutern, was die letzte Zeit so passiert ist. Punkt 2, Analyse zu zwei Währungspärchen, einmal dem Euro versus US-Dollar und dem Austral-Dollar versus US-Dollar. Dazu haben wir dann auch eventuelle Trading-Strategien, die wir Ihnen zeigen möchten. Und Fragen würden wir dann wieder während des Webinars beantworten oder, wenn es nicht ganz klappt, dann am Ende des Webinars. Bevor wir allerdings zu den spannenden Punkten kommen und den Vorträgen und den Erläuterungen von unserem Trading-Gruppe 2.0, möchte ich Ihnen die rechtlichen Hinweise vor Augen führen nochmal. Ja, das sind drei Punkte. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten, ist der erste Punkt. Die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu den Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Und Punkt 3 setzt sich wieder aus zwei Risiken zusammen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Und zwar bei Hebelprodukten einmal das Totalverlustrisiko, das immer entstehen kann, und das Ausfallrisiko des Emittenten. Ja, und würde ich gleich dann an den Ingmar übergeben, der dann mit dem Rückblick startet, bevor wir dann zu den weiteren Analysen kommen. Ingmar, du wärst dann gleich schon dran. Jo, hi Markus, hallo auch in die Runde. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Markus hat schon gesagt, heute ein ziemlich warmer, wenn nicht ein sehr heißer Tag. Zudem auch eben noch ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup gewesen. Also wir haben viele Punkte, die einen eigentlich abhalten könnten, hier ins Webinar zu kommen. Dennoch sind wieder sehr viele Teilnehmer dabei. Es freut uns und ehrt uns natürlich auch, dass sie sich die Zeit nehmen. Man muss natürlich sagen, dass es auch schön ist, dass die Nationalmannschaft pünktlich aufgehört hat mit dem Spiel und die Nachspielzeit nicht zu lange war, damit man dann auch hier pünktlich starten konnte und sie sich einwählen konnten. Von daher, wie gesagt, schönen Abend wünschen wir uns hier zusammen und schön, dass Sie dabei sind. Wollen wir also wieder einen kurzen Rückblick starten. Wir hatten beim letzten Mal am 29.05. hatten wir zwei Strategien vorgestellt, zum einen auf Kupfer und auf den Euro-US-Dollar. Wenn wir zuerst mal auf die Strategie auf Kupfer schauen, dann sehen wir eben ganz oben, dass die Vorfilter hier ein Long-Signal angezeigt haben und laut Stefan sollten wir charttechnisch mit einem Limit bei 5.500 US-Dollar einsteigen, mit den Zielen bei 6.000 bis 6.100, 6.400, 6.700 und 7.500 US-Dollar und einem Stopp bei 5.300. Ganz unten sehen Sie den aktuellen Kurs, 5.655. Und im Endeffekt ist noch nicht viel passiert. Der Kupferpreis ist ungefähr noch auf Niveau der Vorstellung und das Limit wurde noch nicht erreicht. Wir sind also noch nicht in diesen Trade eingestiegen. Von daher beobachten wir den Wert weiter. Wir lassen die Limits so liegen und auch die Ziele sind ja aktiv. Da sehen Sie hier nochmal grün eingezeichnet, wo die Ziele genau liegen. Und es gibt momentan keinen Grund, etwa seine Strategie zu ändern. Die Vorfilter sind weiterhin long. Und charttechnisch hat sich ja, wie gesagt, auch nichts getan. Von daher lassen wir mal das Limit bei 5.500 US-Dollar liegen und schauen mal, wie es in dem Basiswert in der kommenden Zeit weitergeht. Dann hatten wir noch auf den Euro-US-Dollar eine Short-Strategie vorgestellt. René hatte die Vorfilter aufgezeigt. Diese hatten ein Short-Signal angezeigt. Und laut Stefan sollten wir mit einem Stop-Buy bei 1,1150 einsteigen, mit den Zielen bei 1,11 bis 1,106, 1,1, 1,095 und 1,085 und einem Stop bei 1,1280. Und unten sehen Sie den aktuellen Kurs 1,11574. Aber was ist passiert? Wir sind in den Trade eingestiegen. Sie sehen wieder hier blau eingekreist den Tag des Webinars. Am nächsten Tag wurde dann auch tatsächlich das Limit der Stop-Buy direkt getriggert bei 1,115 US-Dollar. Nur was ist danach passiert? Der Euro ist weiter angestiegen und leider muss man sagen,
wurde unser Stop genau abgeholt. Also das letzte Zwischenhoch wurde dann überwunden und wir sind Richtung 1,128 gestiegen. Also sind wir aus diesem Trade wieder rausgeflogen. Nichtsdestotrotz sieht es natürlich hier anhand des Charts, auch wenn man nicht vielleicht der große Charttechniker ist, sieht man ja, dass es hier nach einer Top-Bildung aussieht. Und deshalb haben wir auch heute wieder den Euro-US-Dollar mit dazugenommen, weil wir heute auch wieder eine Strategie hier vorstellen werden. Eher eine Strategie, die seitwärts, abwärts gerichtet ist. Wir hatten vor einigen Wochen schon mal das Euro-US-Dollar-Währungspaar vorgestellt mit einem entsprechenden Discount-Call, also auf der eher mal auf der Long-Seite. Und das hat sich natürlich super entwickelt, dieser Discount-Call-Optionsschein. Und jetzt wollen wir in dieser Ausgabe des Webinars wollen wir eben einen Discount-Put vorstellen, weil wir davon ausgehen, dass der Euro-US-Dollar eher seitwärts verläuft oder sogar vielleicht eher fällt. Aber danach, dazu wird der René gleich mehr sagen dann. In der zweiten Runde erst schauen wir auf den Austral-Dollar gegenüber dem US-Dollar. Und damit soll es auch dann hier mit dem Rückblick soll es gewesen sein. Und René, ich würde dann zu dir übergeben, dir das Wort erteilen, sodass du dann loslegen kannst mit den Vorfiltern auf den Austral-Dollar gegen den US-Dollar. Und dann geht es wie gewohnt weiter, dass der Stefan die Charttechnik zeigt und der Markus entsprechend die Produkte vorstellt. Und wie gesagt, in der zweiten Runde geht es dann nochmal um den Euro-US-Dollar, weil wir hier weiterhin davon ausgehen, dass auf der Short-Seite ein interessantes Setup vorliegen könnte. Viel Spaß und ich sehe gerade, René, du fängst doch mit dem Euro-US-Dollar wohl an. Von daher fangen wir damit an und in der zweiten Runde dann eben entsprechend mit dem Austral-Dollar. Viel Spaß und wenn Sie Fragen haben, einfach in den Chat schreiben, dann werde ich das beantworten. Bis später. Genau, ja, wir haben den fließenden Übergang. Hallo in die Runde, auch von mir. Wir schauen auf den Euro-US-Dollar zunächst einmal von der saisonalen Seite her. Da ist das erste Halbjahr naturgemäß nicht wirklich spektakulär. Man muss bei saisonalen Charts wissen, dass die in der klassischen Form, wie sie eigentlich auf den meisten Webseiten dargeboten werden, einfach nur aufsummierte Jahresverläufe sind. Das heißt, man nimmt von den letzten zum Beispiel 30 Jahren den Jahresverlauf, den unterjährigen Verlauf und legt den halt für jedes Jahr oder legt alle Jahre übereinander und dann kommt eben so eine Kurve raus. Das Gefährliche hierbei oder das etwas ja nicht ganz so optimale hierbei bei dieser Darstellung ist, dass dort natürlich einzelne Extreme oder einzelne Entwicklungen, die vielleicht extrem waren, wirklich sehr stark zu Buche schlagen können. Die können also suggerieren, dass in einem bestimmten Abschnitt der Markt sehr, sehr stabil saisonal läuft. Dabei tut er das gar nicht, sondern hatte vielleicht einfach nur 1-2 Ausreißer. Deshalb, da muss man ein bisschen aufpassen. Im ersten Halbjahr gibt es aber wirklich keine allzu große Signifikanz. Das sieht man in diesen Charts auch immer dann, wenn das so ein Gezackere ist, dann läuft es in einem Jahr so, im nächsten Jahr so. Also da ist nicht so die allzu große Signifikanz. Was wir bislang sehen können, ist, dass sich jetzt speziell im Mai und auch im Juni bislang der Euro stärker verhält, als er das saisonal üblicherweise tut. Das ist normalerweise ein bullisches Signal, aber wir kommen jetzt natürlich auch in eine Region, gerade so die Region 1,13 bis 1,15, 1,16 rauf. Da haben wir natürlich einen massiven Widerstandsbereich, da wird der Stefan nachher natürlich aus charttechnischer Sicht auch noch etwas ausführlicher drauf eingehen. Aber da ist potenziell natürlich viel Angebotsüberhang und man merkt auch, dass der Euro so ein bisschen ins Stocken gerät. Insgesamt ja, ist das keine allzu dynamische Erholung, die wir da sehen. Wir haben im Prinzip für eine Erholung von 500, 600 Ticks oder Pips, wenn man im Forex-Bereich sich ausdrücken möchte, haben wir im Prinzip eigentlich fast ein Jahr gebraucht. Und das ist natürlich, wenn man mal vergleicht, diejenigen von Ihnen, die schon länger dabei waren, die wissen vielleicht noch, kennen sich vielleicht noch, können sich an die Zeit 2007, 2008 erinnern. Damals war es so, dass wir teilweise Tage hatten, wo es 400, 500, 600 Ticks an einem Tag in eine Richtung ging. Das haben wir jetzt hier innerhalb von einem halben Jahr oder von fast einem Jahr zurückgelegt. Also das ist schon eine sehr, sehr schleichende Geschichte. Und bis in den September hinein ist auch saisonal nicht wirklich die große Signifikanz da. Da gibt es dann mal eine technische Reaktion, dann geht das wieder nach unten. Was jetzt wichtig wäre, wenn man die Saisonalität mit einbeziehen möchte,
Sollte der Preis entgegen der üblichen Saisonalität, die ab Ende Juni leicht nach oben zeigt, sollte der Preis jetzt in naher Zukunft schwächeln, dann wäre das eine recht gute Unterstützung, eine recht gute Indikation, ein Hinweis darauf, dass wir möglicherweise tatsächlich korrigieren. Denn ebenso wie das jetzt im Moment relative Stärke von saisonaler Seite aus gibt, inklusive Mai und Juni, was für den Euro spricht bis dato noch, wäre das natürlich eine Indikation oder ein Hinweisgeber, der uns sagen würde, okay, jetzt sind wir schwächer als saisonal üblich ab Ende Juni, Anfang Juli. Und dann wäre das natürlich ein Hinweis, dass man auf der Short-Seite wirklich etwas probieren kann. Grundsätzlich aber würde ich da Shorts sehr moderat gewichten, weil das jetzt kein so starkes Setup ist. Wenn wir jetzt hier eine saisonal sehr extrem schwache oder sehr ausgeprägt schwache Phase hätten, dann wäre das was anderes. Aber das ist im Moment von der saisonalen Seite, kriegt man da keine Unterstützung. Wie gesagt, Seasonals könnte man höchstens dafür nutzen, dass man sagt, okay, wir prüfen, ob der Markt möglicherweise jetzt schwächer wird, als er saisonal üblich läuft. Aber ansonsten haben wir von der saisonalen Seite keine Unterstützung hierfür. Schauen wir uns die COT-Daten an. Und hier wird es jetzt ein bisschen komplexer. Wir haben einmal hier als oberes Indikatorenfeld die klassischen COT-Daten, also die alten COT-Daten, die es schon seit zig Jahrzehnten gibt. Und da gab es die Unterteilung, dass man in drei Händlergruppen unterteilt, die Large Speculators, also die Fonds, die Small Specs, die Kleinspekulanten, das sind also Institutionen wie wir, beziehungsweise private Händler, das sind keine Institutionen, sondern das sind private Trader oder sehr, sehr kleine Trader, sehr kleine Institutionen, die einfach das Berichtslimit nicht überschreiten, und die Commercials, die eben ihren physischen Bestand, ihren physischen Bedarf oder im Fall der Währung einfach ihr Währungsrisiko hedgen. Und das ist der alte Report. Der neue Report, der ist hier in dem zweiten Indikatorenfeld zu sehen. Der hat vier Gruppen, oder es sind vier Gruppen unterteilt, und da sind noch die Swap-Dealer, die sogenannten Swap-Dealer dabei. Das ist ein bisschen komplizierter, das zu erklären. Die Swap-Dealer sind im Prinzip, ja, in der Regel sind das Großbanken, große Institutionen, die einfach zum Beispiel Produzenten die Möglichkeit geben, also Produzenten von Rohstoffen zum Beispiel, um es da mal ein bisschen plastischer darzustellen, die Möglichkeit geben, im Vorhinein schon ihr Risiko quasi zu verkaufen, und in der Regel verkaufen die dieses Risiko weiter. Das heißt, es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass jetzt bezogen auf den Euro, der Euro steht jetzt im Moment, sagen wir mal, bei 1,12 zum Beispiel, und dann hat jemand eben in einem bestimmten Umfang Euro-Long-Positionen und hat vielleicht die Sorge, dass der Preis oder dass der Kurs fallen könnte. Jetzt kommt ein Swap-Dealer daher und sagt, okay, ich gebe dir 1,12,15 dafür, also 15 Ticks Aufschlag, weil er möglicherweise die Erwartung hat, dass er bis zum Ende dieser Laufzeit oder vielleicht auch zeitnah 1,12,30, 1,12,50 bekommt dafür, dass er also dass sich dieses Risiko lohnt, was er eingeht. In der Regel ist es so, dass die Swap-Dealer nur Zwischenhändler sind, das heißt, die kaufen den eigentlichen Händlern eine Position ab, das Ganze außerbörslich, das wird auch gar nicht gelistet. Das wird erst dann in den Report, fließt das ein, wenn die dann irgendwann merken, okay, die Position läuft doch nicht so oder ich kriege sie nicht besser verkauft, es läuft gegen mich, und dann hedgen die sich typischerweise über den Terminmarkt und kaufen einen Future oder verkaufen einen Future, je nachdem, wie sie positioniert sind. Also die hedgen sich dann über den Future und gehen dann quasi von einem OTC-Geschäft wieder an den Terminmarkt selbst. Und das ist dann das, was hier auftaucht in dem Bericht. Wenn wir uns beides anschauen, wir sehen, dass die Asset Manager, also die Large Traders, die sind sowohl im alten als auch im neuen Report hier grün gelistet, und die sind relativ stark investiert. Das heißt, das deutet darauf hin, wenn wir uns mal anschauen, wie das letztmals, das war 2014, gelaufen ist, als die Large Traders, als die Fonds, die Money Manager, als die so positioniert waren, eine derartig
große Long-Position hatten. Im alten Report 79.000 Kontrakte, im neuen Report 99.000 Kontrakte. Als das letztmals der Fall war, hatten wir 2014, der Preis stand ungefähr so bei 1,38, 1,39 und ist dann runtergeknallt bis 1,05. Das wird mit Sicherheit nicht in dem Maß jetzt wieder passieren, aber wir haben eine Situation, die man auf jeden Fall sehr ernst nehmen muss, weil einfach die großen Spekulanten auch entsprechend stark investiert sind im Markt. Die kleinen Spekulanten machen jetzt nicht wirklich etwas aus, deshalb die können wir übergehen. Die Commercials, die sind sehr stark abgesichert, vergleichbar mit dem Jahr 2014, wie es da gelaufen ist, haben wir gesehen. Und was hier noch so ein bisschen dagegen spricht, dass der Euro in großem Stil einbricht, sind die Swap-Dealer, weil die tatsächlich noch nicht, also die sind auch schon vergleichsweise bearish, aber die haben jetzt zuletzt nicht nochmals weiter ausgebaut. Aber häufig kann man sagen, wenn die Positionierung der Swap-Dealer und die der Commercials sehr ähnlich verläuft, dann hat die Bewegung Potenzial und das ist das, was mich auch hier in diesem Markt eher bei einer nochmaligen Erholung in diesen Bereich 1,13, 1,15 eher bearish werden lässt, weil wir da tatsächlich einen sehr harten Widerstand haben, wo auch möglicherweise noch viele Schieflagen bestehen, was einen Angebotsüberhang bedeuten kann und weil wir hier natürlich auch jetzt wirklich sehen, dass die Spekulanten relativ stark drin sind. Deshalb trotz der nicht wirklich ausgeprägten und signifikanten Saisonalität sehe ich hier ganz ordentliches Potenzial für eine Korrektur und dementsprechend sagen die Vorfilter für den Euro eher ein Short-Setup an. Wie das Ganze sich charttechnisch darstellt, wird uns der Stefan erläutern. Jawohl, so auch nochmal von mir. Hallo in die Runde. Ich beginne beim Euro-US-Dollar wie immer erstmal mit dem Langfristchart. Und zwar aus dem Grund, damit man sehen kann, woher kommt der Kurs, was gab es in der Vergangenheit, in der weiter zurückreichenden Vergangenheit für wichtige Marken, wo ein Kurs gedreht hat, nach oben, nach unten, sodass man sich dabei ein bisschen besser orientieren kann. Wenn man wirklich nur einen Tageschart beobachtet und den in der Regel dann über 2-3 Jahre, dann entgehen einem da viele Trends, viele Unterstützungen, Widerstandslinien, viele markante Punkte, die man einfach in das Trading mit einbeziehen kann, um da einfach eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit mit zu erzielen. Das ist einfach eine Überlagerung von verschiedenen Zeitebenen, einen Trade einfach runder macht. In dem Fall hier wieder der Monatschart beim Euro-US-Dollar. Man sieht hier zunächst, und da war er weg, da sieht man zunächst, dass wir uns seit 2014 ungefähr, je nachdem wo man beginnen lässt, in so einem schwach ausgeprägten Abwärtstrendkanal befinden und nachdem wir da Anfang 2015 an die Unterseite angestoßen sind, ist der Kurs jetzt innerhalb dieses Abwärtstrendkanals zunächst in eine Seitwärtsbewegung übergegangen und zuletzt gab es hier sogar einen leichten Ausbruch nach oben, sodass wir diesen, wie gesagt, eher schwach ausgeprägten Abwärtstrendkanal nach oben verlassen haben. Auf den ersten Blick ist es ein Kaufsignal. Allerdings, wenn man sich das genauer betrachtet hier, deswegen auch die langfristige Ebene, wir hatten hier vom MACD auf Monatsebene zwar ein Kaufsignal, in der Regel war diese aber in der Vergangenheit dann immer wieder mit entsprechenden Anstiegen verbunden. Dieses Mal haben wir es wirklich so, dass der Kurs sich nur seitwärts bewegt hat. Das ist für uns kein Anzeichen, dass da irgendeine Stärke vorhanden ist, sondern da sieht es eher danach aus, als ob wir doch nochmal zurückkommen könnten. Was auch aus fundamentaler Seite dafür sprechen könnte, die US-Notenbank hebt die Zinsen weiter an. Jetzt letzte Woche gab es einen weiteren Zinsschritt, einer ist noch angekündigt für das Jahr. Und in Europa wird die EZB die Zinsen voraussichtlich noch länger niedrig halten. Das bedeutet, durch die Zinsdifferenz ergibt sich ein Geldfluss vom Euro in den Dollar, spricht für einen schwächeren Euro, für einen stärkeren Dollar. Also auch von fundamentaler Seite lässt sich erklären, wieso der Euro
ja, kurzfristig schon mal zurückkommen könnte und sich dabei dann weiter innerhalb dieser Trading Range bewegen wird. Gehen wir eine Ebene tiefer rein, da sieht man es dann mehr im Detail, was ich gerade erklärt habe. Einerseits eben dieser abwärtsgerichtete Trendkanal, wo wir hier im Mai ungefähr war das, wo wir hier nach oben ausgebrochen sind. Und auf der anderen Seite eben diese breite Seitwärts-Range, wo es dann auch, also ich habe bewusst die Linien mal so eingezeichnet, wie ich es auch handle. Und da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja gut, das sind jetzt die Tiefpunkte gar nicht dabei. Und mache ich bewusst so, weil so ein Ausbruch nach oben wie hier oder auch wie hier ist dann für mich ein ganz klassisches Fehlsignal, wenn der Kurs dann gleich wieder in die Trading Range reinläuft. Und dann nehme ich dann entsprechend die Gegenposition ein. Deswegen, ich bin ja kein Freund davon, immer die absoluten Hoch- oder Tiefs zu nehmen, sondern ich nehme markante Punkte. Und wenn es dann wirklich einen Ausbruch nach oben oder nach unten gibt, dann erwarte ich dann schon mal ein Fehlsignal und warte dann nur noch auf das bestätigende Signal dafür. Deswegen hier auch nochmal so ein kleiner Ausflug, wie ich Trendlinien oder ja Kanäle, wie auch immer, verwende, um da danach zu handeln. In dieser Ebene, das ist jetzt die Wochenebene, sind wir jetzt nach oben vorgedrungen, sind kurz vor der oberen Begrenzungslinie dieser Seitwärtsphase und wir entwickeln hier beim MACD auf Wochenbasis im positiven Terrain schon ein erstes Verkaufssignal. Es ist noch nicht da, aber man sieht schon, ich mache mal die Linie nochmal weg, dann kann man es besser erkennen, man sieht schon, dass sich hier diese beiden Durchschnittslinien bereits beginnen zu verengen und das eben, wie gesagt, im positiven Terrain. Deswegen erwarte ich, dass wir eben möglicherweise jetzt schon, kann aber auch sein, dass es nochmal einen kleinen Anstieg gibt bis zur Oberseite, dass wir da nach unten abdrehen. Wenn wir jetzt schon nach unten abdrehen würden und nicht mehr die Oberseite erreichen, dann ist das Signal entsprechend stärker zu gewichten. Das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir zumindest die Unterseite dieses Trendkanals dieser Trading Range erreichen sollten. Dann gilt es auch wieder darauf zu achten, gibt es einen Ausbruch nach unten. Wenn dieser dann ausfällt wie hier, dann muss man eben darauf achten, dass es dann wieder eine entsprechende Gegenbewegung geben kann. Aber momentan konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Trend nach unten. Okay, gehen wir noch eine Ebene tiefer, dann kommen wir in die Tagesebene rein. Auch hier sieht man die entsprechenden Trendkanäle, was ich angesprochen habe, nochmal im Detail. Auch hier jetzt, da wird es vielleicht etwas klarer, warum ich die Trading Ranges dann entsprechend gewählt habe. Man sieht jetzt hier oder auch hier, dass der Kurs da wirklich diese Linie markant bestätigt hat und dass die Ausbrüche darüber, bis eben hier der Fall war oder auch hier im vergangenen Jahr, dass es immer wieder Fehlsignale waren, wo der Kurs dann nach unten abgedreht ist und entsprechend auch eben über den Jahreswechsel der Ausbruch nach unten, wo eben diese, ich habe die Linie jetzt mal hier an dem Tief begonnen, man könnte sie durchaus auch an diesen Tiefpunkten hier wählen. In jedem Fall wäre dieser Ausbruch vom Dezember als Fehlsignal zu werten. Okay, gut, jetzt sind wir da nach oben angestiegen, haben diesen Trendkanal, den ich erwähnt habe, hier im Mai nach oben durchbrochen, gab hier nochmal einen kleinen Rücksatz, da kann man als Pullback-Reaktion werten. Wie gesagt, jetzt hier ist die Dynamik dann schon abgeflacht. Ich habe hier auf Tagesebene hier unten im MACD auch schon ein erstes Verkaufssignal, das eben darauf hindeutet, dass der Kurs jetzt bereits nach unten drehen könnte. Und deswegen haben wir die Strategie auch entsprechend gewählt. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass vielleicht noch irgendwo eine Erholung kommt und wir dann uns da ganz da oben absichern müssten, sondern was wir jetzt machen ist, wir versuchen auf aktuellem Niveau eben eine, nennen wir es mal Short-Strategie zu fahren, die wir absichern, indem wir den Stoppkurs knapp über die letzten Zwischenhochs platzieren, die wir hier eben im Mai und Juni erreicht hatten. Nennen wir es mal Short-Strategie insofern, weil wir haben heute eine Strategie mit einem Discount-Put. Das bedeutet, dass wir zwar davon ausgehen, dass der Kurs zurückkommt, insgesamt aber damit rechnen, dass der Euro zum US-Dollar in dieser
Trading Range in dieser Seitwärtsphase weiter verweilen wird, sodass wir uns eben für dieses Instrument entschieden haben und nicht für einen klassischen Turbo Short. Aber dazu wird der Markus dann gleich noch mehr erzählen. Ich möchte noch ganz kurz hier das Trading Setup am Ende vorstellen, damit der Markus das dann bei der Eingabemaske in Guidance dann entsprechend mit auswählen kann. Wie gesagt, Einstieg auf aktuellem Niveau, da haben wir dann bei rund 1,12 das Kauflimit für den Discount-Put. Der Stoppkurs, ich habe es schon erwähnt, knapp über den letzten Hochpunkten. Die waren so bei knapp unter 1,13. Den Stoppkurs immer knapp drüber legen, niemals direkt auf die Punkte. Denn der wird sonst gerne mal abgeräumt. Deswegen haben wir bei 1,1310 für die aktuelle Strategie den Stoppkurs gewählt. Und nach unten hin die Ziele zunächst, da sieht man es auch im Tageschart hier, die 1,10, die ist dann doch in der Vergangenheit, also die Region um 1,10 ist in der Vergangenheit hier und wieder mal erreicht worden. Deswegen, das ist das nächste Ziel, dann im weiteren Verlauf, wenn wir uns die Tiefpunkte oder die Hochpunkte angucken, dann so um den Dreh von rund 1,8 etwa. Dann, wenn ich weiterschaue, die 1,6 ist auch hier in den letzten Monaten immer mal wieder angetestet worden oder hier leicht runter. Und dann natürlich die Unterseite der Trading Range in der Region bei rund 1,04. Ich sage bewusst in der Region, weil man sieht es halt wirklich hier in den letzten Monaten, dass diese Bestätigung nicht wirklich sauber war, mal drüber, mal drunter. Deswegen, da muss man einfach mit einer kleinen Range arbeiten, was die Kursziele angeht. Ja, zum Ende, ich wiederhole nochmal das Trading Setup, dann würde ich dann auch schon an den Markus übergeben, das Limit 1,12 für die Discount-Put-Strategie, der Ausstieg bei 1,1310, der Stoppkurs, und die Ziele 1,10, 1,8, 1,6 und letztendlich die Unterseite von der Trading Range mit 1,04. Sollte der Kurs aus dieser Trading Range nach unten ausbrechen, das nur nochmal am Ende angehängt, dann wird sich ein entsprechend starkes Trendsignal nach unten ergeben. In dem Fall wird man dann auch eine neue Strategie vorstellen, so dass man dann mit einem entsprechenden Short-Turbo dann wahrscheinlich die bessere Wahl hätte. Aber jetzt für das aktuelle Szenario, wie gesagt, der Discount-Put, und damit übergebe ich dann auch schon an den Markus, der die passenden Produkte dazu herausfiltern lässt. Ja, danke dir, Stefan. Wie gesagt, heute einfach mal ein anderes Produkt auch und jetzt nicht die Endlos-Turbos Long oder Short auf den Euro-US-Dollar. Wir haben uns bewusst hier in diesem Markt, wo wir davon ausgehen, dass es seitwärts laufen sollte oder leicht abwärts gehen sollte mit dem Kurs, mit der Kursentwicklung von Euro versus US-Dollar, für einen Discount-Optionsschein-Put entschieden. Da lässt sich natürlich die Range nicht wirklich ganz genau anwenden, im Prinzip das Limit von 1,12 und dann die verschiedenen Kursziele, die abwärts gerichtet sind. Stefan hat es eben auch nochmal ausgeführt, von 1,10 bis 1,04 runter, Euro versus US-Dollar, mit einem Ausstiegspunkt oder ja Knockout von Stop-Loss mit von 1,13. Ich würde Ihnen das gerne heute nicht mit dem Guidance zeigen, und zwar mit Hilfe unserer Webseite. Dazu gehe ich jetzt mal wieder auf den Bildschirm und Sie müssten gleich sehen, Sie können einfach, das kann man sehr, sehr schön auch mal heute verwenden, dass wir nicht auf den Guidance gehen, sondern auf unsere Webseite von der DZ Bank, wo wir die Produkte dann auch mal ansteuern können. Und Sie sehen jetzt hier oben links, sehen Sie, das ist die Internetseite, die ich hier blau jetzt markiert habe. Das ist www.dzbank-derivate.de. Sie haben hier in der Mitte die Möglichkeit, Produkte auszuwählen, und ja, diese Produkte werde ich Ihnen jetzt gleich einfach nochmal zeigen, die Discount-Optionsscheine, den Put hier insbesondere, und wie gesagt, wir nehmen einfach die Daten, die der Stefan uns eben auch gegeben hat, als Eckpunkte und werden die Ranges jetzt nicht so hart wählen oder die Knockouts, weil wir mit dem Discount-Optionsschein Put unterwegs sind. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, und so können wir einfach auch nochmal schön den Filter unserer Webseite betrachten und uns anschauen. Sie sehen hier die Hebelprodukte in der Mitte, und wir haben, wenn man hier runter geht bis in die Mitte, die klassischen Optionsscheine und unten drunter dann auch die Discount-Optionsscheine. Da haben wir knapp 3600 Produkte. Wenn ich da drauf klicke,
dann habe ich die Möglichkeit, hier links über einen Filter, der sich hier am linken Rand befindet, den Basiswert und die verschiedenen Ranges einzugeben, ja, oder die Bandbreiten. So, und dann machen wir das gleich mal so, dass wir jetzt hier den Euro versus US-Dollar eingeben. Moment, habe ich mich vertippt. Euro, und da kommt es schon, versus US-Dollar. Wir haben gesagt, in dem Markt seitwärts tendierend, leicht abwärts tendierend, können wir die Short-Variante hier anklicken. Long Short. Short haben wir angeklickt. Und da gibt es automatisch hier jetzt, das gibt das System vor, kann man natürlich modifizieren, einfach eine Range, die dann angibt die Laufzeiten, ja, für den Optionsschein, Discount-Optionsschein. Und zwar ist jetzt hier der 19.07. angegeben bis 11.04. nächsten Jahr. Lasse ich jetzt erstmal so. Und für den Discount-Optionsschein, Put, wie auch für den Call, in dem Fall Put, ist es natürlich entscheidend, welche Bandbreite wir wählen. Und da ist entscheidend hier der Basispreis und der Cap oder das Cap. Das heißt, wir würden jetzt mal den Basispreis eingeben und ich gebe jetzt einfach mal, wir sind aktuell bei 1,11. Ich gebe jetzt mal die 1,13 hier ein als Range bis 1,15. 1,15. Dann aktualisiert das und wir sehen, wir haben jetzt aktuell sechs Scheine hier im Markt. Und den Cap würde ich jetzt einfach auch mal wählen, so bei 1,05. Und dann schauen wir uns das gleich mal an, weil so viele Scheine sind es ja jetzt erstmal nicht. Bis 1,10. So, dann gehe ich auf Tab und Sie sehen, es hat sich nicht verändert. Jetzt nehmen wir noch sechs Scheine. Hier sind jetzt die entsprechenden Produkte ausgeworfen worden und Sie sehen hier die verschiedenen WKNs, Sie sehen aber auch die verschiedenen Renditen, Sie sehen die verschiedenen Basispreise und ich habe ja gesagt, einen Basispreis haben wir mal so angegeben von 1,13 bis 1,15. Wir haben so in 5er Schritten oder in 0,05er Schritten haben wir letztendlich hier verschiedene Scheine. So, wir haben die 1,15 als Basispreis. Und wir haben hier unten, sehen Sie es immer drunter, als zweites 1,10, 1,05, 1,10, 1,05. Das sind die verschiedenen Caps. Wie gesagt, das ist ein Put-Discount-Optionsschein. Insofern haben wir jetzt hier den Cap unter dem Basispreis. Das heißt, hier die 1,05 liegen unter den, wo haben wir es hier, 1,15 im Basispreis. Wir haben hier verschiedene Laufzeiten hier hinten. Das sehen Sie dann auch. Wir haben, das ist der aktuelle Basiswertkurs, 1,1150. Oder indikativ zumindest. Ja, und die verschiedenen Laufzeiten. Also Sie können das dann natürlich aussteuern hier mit Juli-Laufzeit, Dezember-Laufzeiten oder im nächsten Jahr, je nachdem, wie die Strategie dann aufgehen soll, welche Laufzeit Sie wählen möchten. Und Sie haben dann hier hinten letztendlich den Geldbriefkurs. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt, ich würde jetzt einfach mal den April hier nehmen. Und Sie sehen dann auch immer, das nennt man jetzt Put Spread, sehen Sie das, zwischen 1,15, also der Abstand zwischen dem Basispreis und dem Cap hier oben, ist 1,15 und 1,10. Das sind dann hier 0,05 Abstand. Und das, damit Sie das dann auch verstehen und noch tiefer sich anschauen können, klicke ich einfach diesen Wert jetzt mal an. Und Sie sehen, wie gesagt, Laufzeiten kann man auswählen, den Abstand vom Basispreis kann man ausstellen zum Cap und man muss natürlich auch die Währung hier beachten. Euro versus US-Dollar. Und Sie sehen hier unten, also erstmal hier einen Chart können Sie sich anschauen und hier ist der Abstand zwischen dem Basispreis und dem Cap gegeben und ich kann Ihnen das einfach mal vorrechnen. Sie rechnen jetzt zum Beispiel mal die 1,15 minus die 1,10 gibt 0,05 und hier ist das Bezugsverhältnis mal 100. Würden Sie maximal 5 US-Dollar zurückbekommen können. Der Schein kostet aktuell 2,06 Euro allerdings. Das heißt, Sie kriegen maximal 5 US-Dollar zurück, müssten das Ganze dann eben durch den Währungskurs, der dann am Ende rauskommt, teilen und haben dann einen Abstand, haben dann eine Rendite, die Ihnen hier unten ausgeworfen wird. Das sehen Sie hier bei den Kennzahlen. Ja. Wie gesagt, wichtig ist, Sie müssen hier das Währungsverhältnis in Betracht ziehen. Also sind jetzt nicht hier oben maximal 5 Euro, die Sie bekommen, sondern 5 US-Dollar durch dann, sagen wir, Sie sind dann vielleicht bei unter 1,1 Euro US-Dollar, dann würden Sie dann teilen die 5 US-Dollar durch die 1,1. Und wie gesagt, es ist so, wenn Sie am Laufzeitende, das wäre jetzt hier eben im April nächsten Jahr, aber Sie können ja jederzeit eine andere Laufzeit hier auch wählen,
unterhalb von den 1,10 sein sollten, das ist hier das Cap, dann würden Sie 5 US-Dollar zurückbekommen und hätten jetzt aktuell 2,07 € gezahlt. Also Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können, wie gesagt, nochmal zurückgehen. Sie haben hier den Filter. Sie können das Ganze filtern nach Laufzeit. Wenn Sie sagen, oh, ich will nicht so lange Laufzeiten haben, dann könnten Sie jetzt so, zum Beispiel hier auch noch 2 für den November, für den Juli nehmen. Sie können aber auch auf den Dezember gehen. Da haben wir 2. Also wir haben, wie gesagt, gewisse Abstände, in denen wir die Produkte bringen, die auch sinnvoll sind. Und ja, ich habe Ihnen eben was vorgestellt, wo Sie 5 US-Dollar ausbekommen können am Ende. Es gibt aber auch einen Schein oben drüber. Die Differenz hier zwischen Basispreis und Cap ist zwischen 1,15 und 1,05 wäre dann 10 US-Dollar. Also es gibt da verschiedene Verhältnisse. Aber ja, ich wollte Ihnen das einfach mal auf unserer Seite, da lässt sich das einfach relativ schön dann auswählen mit diesem Filter hier. Es sind einfach nur 3-4 Klicks, können Sie sich Produkte eben auswählen, vorführen. Und das soll es eigentlich dann auch für diese seitwärts, leicht abwärts gerichtete Strategie Euro-US-Dollar gewesen sein. Ich würde dann jetzt an den René wieder abgeben, der sich dann nochmal das Währungspärchen Aussie-Dollar-US-Dollar anschaut. Und da gehen wir long. Deswegen, René, ich würde jetzt an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Markus. Wir gehen zu australischer Dollar in US-Dollar gerechnet, schauen uns auch hier zunächst einmal die Seasonals an und ja, ähnliches Bild wie für den Euro im US-Dollar. Der ist jetzt nicht in einer Phase bzw. vor einer Phase, die als sehr signifikant zu betrachten ist. Da geht es auch eigentlich erst so ab August los, dass man sagen kann, okay, da ist dann typischerweise so auch wirklich mal wieder mehr Dynamik drin aus saisonaler Sicht. So die, ja, die Jahresmitte, der Juni selbst, der Juli auch, nicht allzu spektakulär, aber minimal positiv. Allerdings, das ist nicht in dem Maß positiv, dass man das irgendwie auch nur ansatzweise als signifikant bezeichnen könnte. Aber wir sehen naturgemäß hier in diesem Markt eine Aufwärtstendenz bis in den Juli hinein, bis in den späten Juli hinein. Und wenn man im australischen Dollar long handeln möchte, dann wäre es natürlich durchaus ganz hilfreich, unterstützend mal auf den saisonalen Chart zu schauen und zu überprüfen, ob denn der Markt sich typisch saisonal verhält, ob er vielleicht sogar stärker ist als die typische Saisonalität oder ob er relativ schwach ist. Wenn er relativ schwach wäre, dann würde es sich anbieten, die Position nicht allzu groß werden zu lassen, nicht allzu stark zu gewichten oder gar nicht erst einzugehen. Aber wie gesagt, jetzt allein aus saisonaler Sicht würde ich jetzt hier zum Beispiel überhaupt keinen Trade aufmachen, sondern die Seasonals sind wirklich nur eine Unterstützung, ein Gradmesser, eine Kontrollinstanz, aber nicht mehr, weil sie einfach in diesem Jahresabschnitt nicht signifikant sind. Wir haben für den australischen Dollar 3 wirklich nennenswert signifikante Phasen. Das ist einmal der April bis in den Mai hinein. Da ist der Markt typischerweise bullisch. Dann haben wir diese Abwärtstendenz so ab August. Der August ist naturgemäß ein schwacher Monat. Und dann gibt es zum Jahresende diese typische Neigung, fast sämtlicher Märkte, die gegen den US-Dollar gehandelt werden, dass sie ansteigen vor dem Jahreswechsel und nach dem Jahreswechsel fallen. Die meisten Experten führen es auf Carry Trades zurück. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht genau, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen. Und letztlich, das ist auf jeden Fall ein sehr starker Effekt, auch wenn er hier gar nicht so signifikant ausschaut. Aber im jetzigen Zeitabschnitt Mitte Juni bis Ende Juli ist das nicht allzu signifikant. Wie gesagt, leichte Aufwärtstendenz, aber nichts, was uns jetzt hier umhauen würde. Wir werfen einen Blick auf das zweite Kriterium, nämlich die COT-Daten, wie wir es eben auch für den Euro gemacht haben. Und da sehen wir auch hier wieder die 2 Berichtsarten. Das ist also einfach nur eine Umgruppierung. Man hat einfach nochmal den alten Bericht, dort nochmal eine Händlergruppe herausgelöst, die Swap-Dealer. Die waren im alten Bericht natürlich auch drin, aber da haben die sich eben in diese 3 Händlergruppen verteilt. Und jetzt hat man sie nochmal rausgelöst in dem neuen Report, den es seit 2007 gibt. Und deshalb sind die da separat gelistet. Was wir hier sehen, die Commercials sind vergleichsweise bullish, relativ gesehen. Sind jetzt nicht super bullish. Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2015, aber auch im Jahr 2013 deutlich bullischere Positionierung der Commercials.
die brachten damals eine Reaktion so von 5, 6, teilweise 7%. Auch jetzt nicht die Welt, aber für uns jetzt, also für mich als Trader sind das Entwicklungsdistanzen, die ganz ordentlich sind. Man muss beim australischen Dollar noch ein bisschen mehr in die fundamentale Richtung gehen, beziehungsweise noch ein bisschen tiefer reingehen. Womit ist der australische Dollar korreliert? Der ist sehr, sehr stark mit dem Silberpreis korreliert, beziehungsweise ist beeinflusst von den Edelmetallen und speziell von Silber. Und wenn man davon ausgeht, dass sich der Silberpreis nach der aktuellen Schwächephase auf mittlere bis lange Sicht, auf Sicht der nächsten Monate, kräftig nach oben bewegt, dann würde sich der australische Dollar auf jeden Fall auch anbieten, um dort auf die Long-Seite zu gehen. Also man kann generell sehen, dass der australische Dollar durchaus eine Neigung dazu hat, sich im Chartbild sehr, sehr ähnlich zu bewegen wie Gold und wie Silber. Das ist fundamental logisch, dass sich natürlich solche Rohstoffwährungen auch entsprechend der darin oder dort primär geförderten Rohstoffe bewegen. Und das haben wir hier auch gesehen. Im Moment hält sich der australische Dollar recht wacker. Silber und Gold setzen ja gerade zurück ein bisschen. Und der australische Dollar ist davon bislang weitestgehend unbeeindruckt. COT-Daten sind vergleichsweise, also verglichen jetzt mit den letzten anderthalb bis zwei Jahren, bullish. Historisch betrachtet, auf Sicht von 10 Jahren, ist da noch Luft nach oben. Deshalb würde sich auch hier anbieten, keine gigantisch große Position einzugehen. Das ist generell so zur Jahresmitte sowieso nie ganz so ideal, weil die Märkte in der Sommerphase einfach ein bisschen illiquider werden, schwieriger berechenbar, teilweise auch noch lethargischer, auch wenn es kaum vorstellbar ist. Von daher würde sich hier anbieten, aufgrund der Gesamtgemengelage keine allzu große Position einzugehen, aber das schaut von den Vorfiltern her recht gut aus. Seasonals sind leicht positiv, aber hauen uns nicht vom Hocker. COT-Daten bezogen auf die letzten 2 Jahre recht bullisch, ziemlich bullisch. Und fundamental hängt es natürlich auch entschieden davon ab, wie sich da Silber zum Beispiel entwickelt. Und ich persönlich bin eher bullisch für die Metalle auf Sicht von 3 bis 6 Monaten. Und dementsprechend habe ich auch den australischen Dollar auf der Long-Seite immer auf dem Radar. Das soll es von den Vorfiltern gewesen sein. Der Stefan wird uns jetzt einen charttechnischen Einblick geben. Jawohl, und auch beim US-Dollar im Verhältnis zum australischen Dollar, beziehungsweise umgekehrt natürlich Australdollar im Verhältnis zum US-Dollar, beginne ich an der Stelle mit dem Langfristchart hier wieder auf Monatsbasis. Man sieht sehr schön eben, dass sich der Kurs ja die letzten Jahre in einem abwärts gerichteten Trendkanal befindet, hier eben klar zu erkennen. Zuvor gab es einen schwach ausgeprägten Aufwärtstrend. Der hat sich allerdings mehr oder weniger nur aus diesen zwei Punkten zusammengesetzt. Es gab hier nochmal so eine ganz leichte Bestätigung nach oben, als er nach unten durchbrochen worden ist. Aber dem würde ich jetzt nicht wirklich so viel Gewicht beimessen. Was interessant ist, ist, dass wir auf Monatsbasis hier seit dem Tief ein Kaufsignal haben, das im negativen Terrain erfolgt ist und wir seitdem hier mit dem Indikator nach oben gehen. Das bedeutet, sollten wir hier die letzten Zwischenhochs überwinden, dann ist davon auszugehen, dass auch der Kurs hier weiter nach oben ansteigen wird. Okay, gehen wir etwas mehr ins Detail rein und dann hier in die Wochenebene zunächst. Da sieht man dann auch schon etwas näher die Seitwärtsphase, in der wir uns seit 2015 befinden. Hier an der Oberseite irgendwo so ja 1,78 etwa. Wie gesagt, markant eben diese Hochpunkte, wenn wir da drüber gehen sollten, und dann ist eben davon auszugehen, dass es wirklich zu einer Trendwende kommt. Das wäre so das bestätigende Signal.
Aus charttechnischer Sicht, auf Monatsebene hatten wir ja schon vom Indikator her das Signal, dass wir eben eine Trendwende nach oben eingeläutet haben. Deswegen wäre dieser Ausbruch jetzt nach oben nur noch als Bestätigung zu werten. Okay, gehen wir dann noch eine Ebene tiefer. Das wäre dann hier in dem Fall die Tagesebene. Da sieht man dann auch die Hochpunkte nochmal sehr schön, die wir in den letzten Monaten ausgearbeitet haben. Hier 1,77 bis rund 1,7850 haben wir hier so eine Widerstandszone auf der Oberseite, auf der Unterseite. Interessant, wir sind hier ja im März, April bis Anfang Mai sind wir hier nach unten zurückgekommen und befinden uns seitdem jetzt schon wieder in so einer Aufschwungphase. Wir haben hier schon wieder steigende Tiefpunkte drin und haben auch die letzten Hochpunkte, die wir in dieser Abschwungphase haben, überwunden, so dass davon auszugehen ist, dass eben dieser Trend hier auch dann weiter nach oben anhalten wird. Auch zu sehen in der Tagesebene ist, dass wir hier ein Kaufsignal hatten im Mai und seitdem auch hier nach oben zeigen und wir eben deswegen auch davon ausgehen, dass der Trend hier weiter zur Stärke neigt. Okay, dann kommen wir zu dem Trading Setup und zwar ist es eine Turnaround-Spekulation und jetzt ist es die letzten Tage ist der Kurs sehr steil nach oben angestiegen und es könnte es natürlich sein, dass es im Zuge dieses Anstiegs hier nochmal zu einer kleinen Konsolidierung kommt, wo wir wirklich die Region um 0,75 US-Dollar nochmal erreichen könnten. Deswegen haben wir hier ein bisschen so ein Abfischlimit reingelegt. Also das ist auch hier zu sehen mit dem Zwischenhoch, was wir hier im Mai erreicht hatten. Bedeutet Limit 0,75 US-Dollar, der Ausstieg dann knapp unter den letzten Tiefpunkten und die haben wir hier ja einmal bei rund 0,7350 etwa und dann nochmal knapp über der 0,73. Deswegen der Stoppkurs, ich habe es vorhin auch schon beim Euro zum US-Dollar erwähnt, die Stoppkurse nie an den Tief- oder Hochpunkten, sondern immer mit ein bisschen Abstand dazwischen. In dem Fall, wenn der Kurs knapp über der 0,73 gedreht hat, können wir dann den Stoppkurs durchaus auf die 0,73 legen. Und dann nach oben hin die Ziele. Einerseits hier diese breite Range, wo der Kurs immer wieder nach unten abgedreht hat, die so im Bereich 0,7750 bis 0,7850 ist. Wenn wir da nach oben weitergehen, dann kommen wir auch schon hier an das Hochpunkt, was wir im Jahr, an den Hochpunkt, was wir im Jahr 2015 erreicht hatten, bei rund 0,82. Und für die weiteren Ziele müssen wir dann wieder eine Ebene nach oben springen, damit man etwas mehr erkennen kann. Also hier nochmal diese 0,82 und dann im weiteren Verlauf haben wir hier entsprechend markante Tief- oder Hochpunkte hier von Anfang 2014 bei rund 0,86 und dann letztendlich durch die Hochpunkte, was wir im Jahr 2014 hatten, bei rund 0,95. Das ist so wirklich das mittelfristige Szenario. Auf Sicht von Monaten soll es wirklich zu dem Turnaround kommen. Kurzfristig müssten wir da erstmal die letzten Hochpunkte überwinden, aber wie gesagt, mit dem Einstiegslimit und dem entsprechenden Stoppkurs ist das Risiko irgendwo im Verhältnis auch zu der Gewinnmöglichkeit, hält sich das in Grenzen. Ich wiederhole nochmal am Ende ganz kurz das Trading Setup, bevor ich dann heute letztmalig an den Markus übergebe. Das Limit für diesen Turnaround Trade, Limit 0,75, Stoppkurs Ausstieg bei 0,73 und die Ziele 0,7750, 0,7850, die 0,82 beziehungsweise dann im weiteren Verlauf die 0,86 und die 0,95. Gut, das war's von meiner Seite und jetzt darf der Markus nochmal. Ja, danke dir, Stefan. Die zweite Strategie, die setzen wir dann jetzt gleich oder versuchen wir mit dem Guidance Desktop diesmal wieder umzusetzen. Und die Strategie ist hier auf eine Turnaround Story zu setzen, also eine Aufwertung im Australdollar oder umgekehrterweise eine Abwertung im US-Dollar. Um das gleich Ihnen mal zu zeigen wieder, hole ich mir den Guidance Desktop wieder auf den Schirm. Muss ich kurz ein paar Klicks tätigen. So, das sollte gleich bei Ihnen erscheinen.
Ja, hier oben auf der linken Seite nochmal ganz kurz den Internetlink blau markiert, ja, wie man auf diese Internetseite oder auf die Guidance-Desktop-Seite kommt. Und ich würde gerne gleich mit Ihnen ja, das Trading-Setup direkt eingeben und die verschiedenen Parameter dann auch hierzu. Bevor ich das allerdings tue, noch einmal ganz kurz die drei entscheidenden ja, Felder, die wir hier haben. Wir haben einmal hier oben wieder das Chartfenster, das ich hier umkreise. Wir haben die Eingabemaske in der Mitte. Für diejenigen, die auch neu sind, möchte ich das immer noch mal ganz kurz erwähnen. Und unten eben die Produktleiste, das Produktuniversum. Und standardmäßig können Sie hier an der Seite eben den Basiswert verändern, hier in der Mitte. Da ist standardmäßig der DAX eingestellt und wir werden jetzt einfach mal das Währungspärchen Austral-Dollar versus US-Dollar eingeben. Die Strategie, wie gesagt, Long, hat der Stefan hier eben auch nochmal vorgestellt. Und die Levels werden wir gleich eingeben. Also Austral-Dollar sollte, Moment, wahrscheinlich falsch geschrieben. Kleinen Moment, mal gucken, wie wir den finden. Austral-Dollar, US-Dollar, kommt da was? Da kommt was. Klicken wir an. Und ja, Sie sehen jetzt hier oben, der Basiswert hat sich verändert. Austral-Dollar versus US-Dollar. Und wir geben jetzt gleich einfach mal die drei verschiedenen Parameter ein und gehen wir es einfach mal durch. Ja, Limit, wie gesagt, 0,75. Aktuell sind wir bei 0,76 im Währungspärchen beim Kurs. Und da gebe ich jetzt die 0,75 ein. 0,75. Kursziele wurden ja verschiedene genannt, geht wieder stufenweise hier in dem Fall nach oben, die 0,775, 0,875, 0,82, 0,86, 0,95 und wie immer nehme ich so in circa mal die Mitte, das wären jetzt die 0,82, springen wir weiter, Stop-Loss-Level wäre die 73, also 0,73, das wären knapp 3% unter dem aktuellen Kauflimit, was da bei 0,75 dann eben liegt. Geben wir das auch nochmal ein, 0,73 und hinten der Puffer eben, der dann nochmal sagt, 10% sind hier eingestellt. Das sind eben, ist der Abstand der Knockouts, die hier reinlaufen vom Stop-Loss-Level. Also das heißt, wir können 10% runtergehen unter die 0,73 und das wären hier 0,65 knapp US-Dollar. Man sieht natürlich auch hier, je weiter wir uns dann vom Knockout-Level entfernen, und mehr Platz wir hier bekommen, desto teurer wird dann auch der Preis des Endlos-Turbos hier. Und Sie sehen das hier ganz schön, 2 Euro fängt es an und geht runter bis 8,41 Euro. Ja, die oberste Strategie, letztendlich die WKNs, sind hier so gestaffelt, dass die Strategie, die oben ist, die WKN, die am obersten steht, der Strategie am nahesten kommt. Und das ist auch wieder hier der Fall. Und wenn wir uns das anschauen, wieder standardmäßig hier die 10.000 Euro ja, Trading-Volumen hier zum Einsetzen, 1% allokiert, kann man natürlich auch verändern, dann würde das bedeuten, dass wir hier hinten die Positionsgröße wäre hier 110 Euro knapp und wir hätten aktuell, also wenn diese Strategie greift, hätten wir einen Einstiegskurs für die Struktur oder für den Endlos Turbo Long von 204. Wir sind aber aktuell noch, Sie sehen es hier, der Aspreis oder der Briefkurs ist bei 288, das heißt, wir sind noch nicht da. Und wenn es in die Richtung gehen würde, ja, sorry, ich habe vergessen, hier vielleicht einfach nochmal die Grafik gerade zu ziehen. Das mache ich natürlich auch nochmal. Dann sehen Sie das auch ein bisschen schöner. Sie sehen eben das Stop-Loss-Level hier unten, wenn wir ins obere Feld gehen, in die Grafik 0,73. Wir sehen hier die blaue Linie, das ist der Einstand, die horizontale bei 0,75. Und wir haben oben die grüne bei 0,82 und sehen hier grob die Abstände. Wenn man sich das anschaut, hier an der Seite unten, wo ich kreise, ist das Chance-Risiko-Verhältnis ungefähr bei 3:1. Und ja, wenn diese, wenn es so sein sollte, dass der Austral-Dollar aufwertet und man diese Strategie einsetzt, dann wäre es eben so, dass bei 0,82 dass der Endlos-Turbo einen Wert hätte von hier oben bei der ersten WKN von 7,66. Sie hätten dann 303 Euro Gewinn und Verlust wären knapp 98 Euro hier, wenn eben das Produkt ausgestoppt werden würde, in dem Fall hier bei 0,72
80 US-Dollar. Ja, und wenn ich das Ganze noch ein Tick kleiner wieder mache, so rum und ja, das auch noch mal ein bisschen größer ziehe, dann würden Sie eben hier oben noch die Möglichkeit haben, den Broker auszuwählen. Da ist standardmäßig unser Volksbanken Raiffeisenbroker, der Profi-Broker eingestellt, können aber auch andere wählen. Und ja, also ich glaube, da sehen Sie eigentlich sehr schön, in welche Richtung es gehen könnte und ja, wie man die Long-Strategie hier Austral-Dollar, die Aufwertung und die Abwertung vom US-Dollar spielen könnte. Ja, das soll es mit den zwei Produktideen oder Strategien auch gewesen sein, die wir mal passend zu unseren Referenten dann auch mit vorstellen. Und ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, was die nächste Woche erwartet. Wir sind 5 Minuten vor der Zeit und ich glaube, wir haben uns alle noch einen schönen sommerlichen Abend verdient und denke, es ist immer noch über 30 Grad. Ja, nächste Woche am 26.06. Montag wieder zur selben Zeit ist bei uns ja unser technisches Analyse-Duo, der Dirk und der Armin, wieder zu Gast. Und die meisten von Ihnen oder der Teilnehmer kennen diese beiden. Ist auch immer sehr, sehr spannend. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Ingmar, René und Stefan wieder für eure Beiträge heute und die Vorfilter und auch die technische Analyse. Und ich kann nur sagen, von meiner Seite wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen sommerlichen Abend und ich hoffe, dass Sie nächste Woche mit dabei sind. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen natürlich noch eine schöne, erfolgreiche Handelswoche. Machen Sie es gut. Ja, auch von uns noch einen schönen Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Gute Trades und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Webinar. Machen Sie es gut. Ciao.